Heute Mittag um 13.30 Uhr landet in Stuttgart eine Maschine aus Istanbul. Darin sitzen Mesale Tolu und ihr dreijähriger Sohn. 17 Monate lang wurde Tolu in der Türkei festgehalten, davon 7 Monate im Gefängnis, zusammen mit ihrem Kind. Kurz nach der Landung gibt sie eine Pressekonferenz. Ich habe meinen Mann zurücklassen müssen. Mein Sohn ist jetzt auch hier. Für ihn ist auch alles neu. Er hat eigentlich die Sprache verlernt und muss alles neu lernen sozusagen. Also ich bin gesundheitlich, geht es mir gut, aber wie gesagt, es ist alles noch ziemlich neu und ich denke, ich brauche Zeit, um alles zu verarbeiten. Dem Ehepaar wird die Unterstützung einer linksextremistischen Terrororganisation vorgeworfen. Ehemann Suat Korlu muss sich weiter in der Türkei aufhalten, darf nicht ausreisen. Der Prozess gegen Mesale Tolu geht noch weiter. Sie hat sich vorgenommen, zu Verhandlungsterminen in die Türkei zu reisen. Wieso sie jetzt ausreisen durfte, ist unklar. Es könnte sein, dass die Türkei damit ein Zeichen setzen will, um die deutsch-türkischen Beziehungen zu verbessern.